Thank you very much, Madam President. Vielen herzlichen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete. Wettbewerbsfähigkeit war das Hauptthema des europäischen Gipfels. Und es wurde daran erinnert, dass seit der letzten Europawahlen die Europäische Union zwei historische Krisen überwunden hat, Covid-19, Gesundheitskrise und der Krieg in der Ukraine und eine Energiekrise, die Russland ausgelöst hatte. Und das hätte zu einer Wirtschafts- und Sozialkrise sich auswachsen könnte. Aber so weit ist es nicht gekommen, aufgrund der großen Resilienz Europas und weil wir die entsprechenden politischen Vorkehrungen getroffen haben. Denken Sie an Shore. 14 Millionen europäische Arbeitsplätze haben wir bewahrt. Next Generation EU oder Repower EU. So haben wir die Erholung und den Aufbau der Erneuerbaren gefördert. Also viele hatten Massenarbeitslosigkeit und lange Rezession vorausgesagt 2022, aber so weit ist es nicht gekommen, weil wir die entsprechenden politischen Vorkehrungen getroffen haben und entschieden handelten. Und wir haben jetzt mehr europäische Beschäftigte denn je. Arbeitslosigkeit liegt auf einem historischen Tief unter 6%. Und mehr als 75% Beschäftigung haben wir und die Inflation liegt wieder nahe bei unserer Zielsetzung von 2%. Also wir haben die Hölle durchstanden, viel über uns ergehen lassen, aber insgesamt stehen wir jetzt besser da als vor 5 Jahren. Aber diese Krisen haben die Wettbewerbsfähigkeit in Mitleidenschaft gezogen. Viele europäische Unternehmen haben sich auf billige Energie aus Russland verlassen und den Handel mit einem wachsenden China. Jetzt haben wir es mit einem Schurkenstaat Russland zu tun und China, das unter mangelnder interner Nachfrage leidet. Außerdem gibt es weitere Faktoren, die unsere Wettbewerbsfähigkeit negativ beeinflussen. In den letzten Jahrzehnten hat und Arbeitsproduktivität nur 0,8% pro Jahr zugenommen, während diese Zunahme in den USA bei über 1% lag. Und das können wir noch angehen mit einer konzertierten Aktion von europäischer und nationaler Ebene. Wir müssen unsere Wettbewerbsvorteile wieder ausbauen. Das muss im Jahr 2024 und darüber hinaus ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Mit einem gewissen neuen Schwung können wir die europäische Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen. Davon bin ich überzeugt. Auf dem Gipfel letzte Woche haben wir Enrico Letta mit guten Vorschlägen zum Binnenmarkt gehört. Und ich möchte jetzt 4 der Grundfaktoren ansprechen, die die Kosten beeinflussen, die Preise und die Produktivität in Europa. Ich fange an mit den Finanzen. Seit dem Amtsantritt vor praktisch 5 Jahren haben wir öffentliche Investitionen in strategische Sektoren in nie gekannter Höhe hier gefördert, zum Beispiel Energie und Technologie. Und wir haben mehr als 400 Millionen Euro aus Next Generation Euro und 550 Milliarden haben wir wirklich für saubere Energie und Technologie angelegt. Das ist entscheidend, aber die öffentlichen Investitionen alleine reichen nicht aus. Wir brauchen eine Systemlösung, die wirklich das private Kapital in Europa auch mobilisiert. Ein wesentlicher Teil ist hierbei die Vollendung der Kapitalmarktunion. 470 Milliarden Euro. Das ist das zusätzliche private Investitionspotenzial, das wir jedes Jahr nutzen könnten, wenn die Kapitalmarktunion vollendet wird. 470 Milliarden Euro. Die Kapitalmarktunion wurde vor etwa 10 Jahren eingeleitet. Seit Beginn der Legislaturperiode haben wir Fortschritte gezeitigt. Wir haben es für Unternehmen in ganz Europa einfacher gemacht, gerade KMUs.
jetzt auch auf den Börsen aufzutreten, aber wir haben jetzt auch den Rat gehabt, der in der Kapitalmarktunion nicht weiter vorankam. Und es ist hochwillkommen, dass der letzte europäische Gipfel hier endlich die Wende vollzogen hat und uns ein eindeutiges Mandat gegeben hatte in drei wichtigen Fragen. Harmonisierung der nationalen Regeln wie zum Beispiel Insolvenz. Damit hätten die Investoren die Vorausschaubarkeit, die sie brauchen. Zweitens, wir werden grenzüberschreitende Sparprodukte für Privatanleger vorschlagen. Und drittens hat die Kommission die Aufgabe bekommen, die Aufsicht über die wichtigsten Marktbeteiligten auf europäischer Ebene zu stärken. Der weitere Weg ist klar. Es muss die nächste industrielle Revolution auf unserem Kontinent gefördert werden, indem wir das Privatkapital mobilisieren. Und jetzt müssen diese politischen Worte in die Tat umgesetzt werden. Zweitens, Reduzierung der Energiepreise. Die Energiepreise beeinträchtigen nach wie vor unsere Wettbewerbsfähigkeit, gerade bei energieintensiven Industrien. Die Internationale Energieagentur weist aber darauf hin, dass wirklich Erleichterung absehbar ist. Letztes Jahr während der Energiekrise wurden viele Investitionen vorgenommen. Die neuen Flüssigkeitsexportmöglichkeiten werden jetzt auch aktiviert. Es mangelte bisher an LNG und jetzt könnte es zu einem Überangebot kommen und insofern erwarten wir einen Rückgang der Gaspreise. Dann hätten wir Spielraum für weitere Entwicklung der erneuerbaren Energien. Das ist vielsagend, dass letztes Jahr zum ersten Mal seit langer Zeit die Europäische Union mehr Strom aus Wind erzeugt hat als aus Gas. Das ist doch sehr aussagekräftig. Ich möchte mich bei dem Parlament bedanken für all die geleistete Arbeit bei der Reform der Strommärkte oder der Richtlinie über erneuerbare Energien. Es muss weiterhin Druck ausgeübt werden, mehr umweltfreundliche, günstige Energie in Europa zu erzeugen und den Unternehmen Vorgaben zu machen, wie eben die Umweltschutzziele erreicht werden haben. Wir haben mit 10 unterschiedlichen Branchen schon Rücksprache genommen. Eines ihrer zentralen Anliegen ist die Energieinfrastruktur. Im jetzigen Jahrzehnt ist es so, dass grenzüberschreitende Stromübertragungsfähigkeiten jetzt noch auf das Doppelte ausgebaut werden. Wir brauchen Ladeinfrastruktur, Kabeln und Elektrolyse an Geräte. Wir müssen wirklich das Rückgrat für die zukünftige wettbewerbsfähige europäische Volkswirtschaft schaffen. Außerdem muss der Mangel an Qualifikation und Kompetenzen ausgeglichen werden. Ich sprach schon von der niedrigen Arbeitslosigkeit. Also insofern müssen möglichst viele Arbeitslose fort- und weitergebildet werden. Gerade bei Jugendlichen ist das entscheidend. Da die durchschnittliche Arbeitslosigkeit gesunken ist, ist die jugendlichen Arbeitslosenrate dementsprechend im Vergleich höher. Alle Jugendlichen haben Kompetenzen, auch wenn sie vielleicht unterschiedliche Anliegen haben. Deswegen müssen sie stärker mobilisiert werden. Frauen müssen stärker in den Arbeitsmarkt gebracht werden. Da brauchten wir entsprechende Vorkehrungen für Kinder, erschwingliche Kinderbetreuung, gute Schulbetreuung und flexible Arbeitszeiten sind entscheidend. Und auch nach der Pensionsgrenze müssen qualifizierte Arbeitnehmer weiterarbeiten können. Wir brauchen qualifizierte Arbeitnehmer aus Drittländern. Dadurch kann der Mangel an Kompetenzen ausgeglichen werden. 65 Milliarden haben wir über Next Generation EU für Fort- und Weiterbildung und ausgegeben. Ebenfalls stehen Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds zur Verfügung. Das muss in dem Mittelpunkt unserer Tätigkeit stehen.
Außerdem ist Europa ja ein Kontinent des Handels. Ein Großteil unseres Wohlstandes beruht auf Handel. Im nächsten Jahrzehnt werden 90% der wichtigsten Wachstumsentwicklungen außerhalb des europäischen Kontinents vonstatten gehen. Daran sollten wir uns auch beteiligen. Aber wir sind zweitschlechteste der Aushandlung neuer Handelsabkommen, auch wenn wir mit insgesamt 74 Ländern schon bereits Handelsabkommen haben und das Handelsvolumen liegt seit 2022 zum ersten Mal wieder über 3 Billiarden. Wir brauchen aber auch entsprechende Importe, zum Beispiel von kritischen Rohstoffen, die für unsere Industrie vonnöten sind. Meine Damen und Herren, Handel muss auch fair sein. Wir brauchen gleiche Ausgangsbedingungen weltweit. Wir müssen die Risiken angehen, die mit unserer Aufgeschlossenheit für den Außenhandel zu tun haben. Wir müssen Fragen der Überkapazität außerhalb der Europäischen Union angehen. Ich spreche hier von struktureller Überproduktion. Eine Überproduktion, die größtenteils durch Subventionen, massive Beihilfen erreicht wird. Diese Überproduktion muss irgendwo einen Absatzmarkt finden. Und dann zu unserem Markt. Unser Markt ist attraktiv als Zielmarkt. Und wir müssen dafür sorgen, dass unsere Unternehmen hier nicht aus diesem Markt verdrängt werden. Und wir müssen entwickelnde Volkswirtschaften weltweit unterstützen. Ihre Industrialisierung wird durch diese Überkapazitäten auch bedroht. Wir brauchen eine strukturelle Antwort gemeinsam mit den Partnern. Wir sollten in den G7-Gipfeln daran beginnen zu arbeiten. In den letzten 5 Jahren haben wir einiges gelernt. Immer wieder haben wir die Skeptiker überraschen können und die Untergangsvisionen widerlegt. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Unser Kontinent wird nach wie vor das Herz der industriellen Innovation sein. Lang lebe Europa. Grazie, Presidente von der Leyen. Ja, ich danke Ihnen, Frau Präsidentin von der Leyen. Herr Weber hat nun das Wort. Bitte schön. Madame President von der Leyen. Werte Frau Präsidentin von der Leyen, werte Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wir müssen zunächst einmal anerkennen, dass wir nicht den Präsidenten des Europäischen Rats heute begrüßen können. Wir sprechen über das Ergebnis eines offiziellen Ratstreffens in Brüssel letzte Woche. Und Charles Michel scheint offensichtlich nicht das Bedürfnis zu verspüren, hier nach Straßburg zu kommen und über das Ergebnis zu berichten. Also die Kommissionspräsidentin berichtet, aber nicht der Ratspräsident. Deshalb möchte ich zunächst einmal betonen, dass es hier an Respekt mangelt unserer Institution gegenüber. Und ich möchte auch unsere Dienste bitten, Charles Michel um eine Erklärung zu bitten. Welchen Grund gibt es dafür, dass er nicht hier ist? Ich danke Ursula von der Leyen, denn in den letzten 5 Jahren war sie eine Repräsentantin der Kommission, die immer präsent war in allen Aussprachen hier im Haus. Vielen Dank, Ursula, dafür. Werte Kolleginnen und Kollegen, es ist die letzte Rede, bevor wir den Wahlkampf beginnen, bevor wir die Europäer versuchen zu überzeugen von unseren Parteien, aber auch für Europa in den Wahlkampf gehen. Und für mich als Vorsitzender der EVP ist es sehr gut, dass wir Wettbewerbsfähigkeit diskutieren. Die EVP hat diese Debatte schon lange gefordert. Es ging um Arbeitsplätze, Arbeitsplätze, Arbeitsplätze. Das war unsere Agenda in den letzten 2, 3 Jahren. Jetzt ist es soweit auf europäischer Ebene und auch im Rat. Und Wettbewerbsfähigkeit ist kein leeres Wort. Das bedeutet, mehr als 30 Millionen Arbeitsplätze in der Produktion in Europa zu bewahren, aber auch neue Arbeitsplätze zu schaffen im Bereich KI. Es bedeutet, dass 25 Millionen KMU in Europa gestärkt werden, sodass sie erfolgreich Made in Europe in die Zukunft tragen können. Und es bedeutet auch, dass 450 Millionen europäische Verbraucher gute, sichere und erschwingliche Produkte erhalten, und zwar jeden Tag. Darum geht es, wenn wir von Wettbewerbsfähigkeit sprechen. Das meinen wir
damit, wenn wir betonen, wie wichtig dieser Punkt ist. Und politisch gesehen muss ich sagen, ja, auf europäischer Ebene hat der Rat das verstanden, aber parteipolitisch gesehen möchte ich auch sagen, dass im Wahlprogramm der PS iranische Wettbewerbsfähigkeit nie erwähnt wird, mit keinem einzigen Wort. Also auch parteipolitisch gesehen kann man sehen, wer weiß, was notwendig ist und wer weiß nicht, was notwendig ist. Also was müssen wir tun? Wir unterstützen die Ideen von Frau von der Leyen. Zunächst einmal müssen wir den eigenen Markt, den Binnenmarkt stärken, die Kapitalmarktunion, Dienstleistungen, Energie, auch die Umsetzung der jetzigen Regeln ist ein Thema, damit der Markt stärker wird. Also wir sollten da nicht erstmal nach außen blicken, sondern wir sollten Vertrauen haben in unseren Wachstumsmarkt und das Faktor und Motor, und das ist der Binnenmarkt. Zweitens Innovation. Also Horizon darf nicht weiter verwässert werden und es darf nicht mehr eingespart werden. Wir brauchen mehr Geld für Innovation, weniger Bürokratie. Dieses Mandat war nicht gut in dieser Hinsicht. Bürokratie ist gewachsen, getrieben von dem Gedanken, dass ein regulatorischer Rahmen besser ist, als Vertrauen zu haben in diejenigen, die die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte möglich machen. Wir stehen für ein Europa, das Möglichkeiten bietet und nicht einen regulatorischen Rahmen in erster Linie. Und dann schließlich der Handel. Wir dürfen nicht naiv sein in der Welt, in der wir leben, wenn Olaf Scholz den Chinesen in China sagt, ja, er hat kein Problem mit der E-Auto-Produktion dort, dann ist das für mich sehr naiv. Wir müssen daran denken, dass 20% der Autos, die letztes Jahr in Europa verkauft wurden, in China hergestellt wurden. Sie wollen sich auf diesen neuen Markt setzen mit ihrem Dumping-Ansatz und deshalb sollten wir hier als Europäer stark sein und auch offen sein, dass wir auch mit anderen einen gemeinsamen Markt mit Demokratien schaffen, also mit Mercosur und über andere Vereinbarungen. Das ist die richtige Linie. Ja, meine Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, darum geht es ja auch, wenn wir über die Vorbereitung der nächsten Legislaturperiode sprechen. Bevor wir in den Wahlkampf gehen, möchte ich noch mal betonen, dass wir doch ein gemeinsames Verständnis teilen, dass wir die Demokratie in Europa absichern müssen. Wir müssen gegen diejenigen kämpfen, die Europa und die demokratischen Prinzipien angreifen. Meine Partei war Gründungspartei, Adenauer, Schumann, de Gasperi und so weiter. Also uns liegt das Schicksal Europas in den Händen mit einem proeuropäischen, pro-ukrainischen Ansatz. Die Kampagne, der Wahlkampf bedeutet, wir müssen diskutieren, aber wir haben eben auch etwas geliefert zusammen. Wir hatten Brexit, wir hatten die Vakzine, den Wiederaufbau und Resilienzfonds und so weiter. Da gibt es viel zu erwähnen. Das haben wir geschafft mit Ursula von der Leyen als Kommissionspräsident. Darauf können wir stolz sein, sollten wir stolz sein und haben wir einen guten Wahlkampf und zeigen auch die Alternativen auf, die sich uns bieten. Vielen Dank, Herr Weber. Die Runde der Fraktionsvorsitzenden hat Manfred Weber, größte Fraktion, EVP-Fraktion, eröffnet. Jetzt die Vorsitzende der SPD-Fraktion. An dem gleichen Tag wird auch diese Legislaturperiode enden. Und decidir con su voto la Europa que queremos seguir construyendo es inevitable. Aber wir möchten hier auch heute Bilanz ziehen und das unterstreichen, was uns gelungen ist in den letzten Jahren. Después de golpearnos la pandemia, protegimos 31 millones de asalariados y autónomos y a más de 2,5 millones de empresas con el programa SURE. Y evitamos el hundimiento socioeconómico con el plan de recuperación basado en una emisión de deuda sin precedentes. En medio del reto existencial que representa el cambio climático, impulsamos el pacto para detener la pérdida de vidas humanas y sus daños económicos. Cuando el futuro de nuestros niños, niñas, jóvenes, de las clases medias y trabajadoras y también de las mujeres estuvo en peligro, levantamos el Frauen geschützt, con las garantías infantil y juvenil, los salarios mínimos, la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres con la directiva de los trabajadores en plataformas digitales. Cuando la guerra de Putin en Ucrania devolvió a nuestro continente a su peor, los recursos necesarios para paliar sus efectos
analysieren, um die Auswirkungen auf die Wirtschaft und Gesellschaft abzufedern. Wir haben gekämpft für Energieunabhängigkeit, um den Strommarkt zu reformieren, um die Preise für den Strom zu stabilisieren. Die demokratischen Kräfte dieses Parlaments haben gerungen und Dinge geschafft, die unmöglich erschienen für die Integration. Aber auch in diesem Hause gibt es Kräfte, die eben nicht glauben an das europäische Parlament. Y la involución de la extrema derecha están intentando invadir el espíritu europeo. Como es el último pleno, no voy a tomar la iniciativa de repetir las ocasiones en las que el Grupo Popular del señor Manfred Weber ha abierto la puerta y ha normalizado a estas fuerzas de extrema derecha. ¿Cómo es el último pleno? Vamos a hablar de todo lo que tenemos que hacer de forma conjunta. No podemos caer en el pensamiento de accionario. Vivimos en la Unión Europea, en el mayor espacio de derechos, de libertades que nunca han dejado de ser desde la Segunda Guerra Mundial. Vivimos en la primera potencia comercial, en la mayor receptora de inversiones extranjeras. Handelspolitik der wichtigste Raum für direkte Investitionen. Wir dürfen aber auch nicht uns auf den Lorbeeren ausruhen und die Hände in den Schoß legen. Es gibt immer noch Bürger, die in Armut leben, die ohne Arbeit leben, ohne würdige Löhne leben und ohne zugänglichen und erschwinglichen Wohnraum. Wir sollten uns an Jacques Delors erinnern, der gesagt hatte, ich lehne ein Europa ab, das nichts ist als ein seelenloser Markt, eine Freihandelszone, ohne Gewissen, ohne politischen Willen, ohne soziale Dimension. Wenn das Ziel das ist, dann möchte ich doch alle Alarmglocken wirklich deutlich läuten. Und das, diese Worte Delors zwingen uns zu mutigen Schritten. Wir brauchen ein Europa, das die Bürger wieder mitnimmt und eine Vision für sie aufzeigt, dass man eben nicht auf das eingeht, was die Rechte und Rechtsextreme aufzeigt, wo sich alle gegeneinander aufstellen. Wir wollen ein wachsendes Europa, ein wettbewerbsfähiges Europa, ohne unsere sozialen und Wohlfahrtsstaat zu opfern darauf, auf diesem Altar. Wir wollen stolz sein auf das Sozialmodell, wir wollen würdige Arbeitsplätze und auch gute öffentliche Dienste haben, wo auch die großen Vermögen zu gemeinsamen Finanzierung beitragen, sodass wir wirklich auch die ökologische und digitale Wende gemeinsam schaffen. Wir wollen eine Union, die sich stützt auf Vernunft, Kultur, Wissenschaft, auf Menschenrechte und auf gutes Zusammenleben aller Völker. Meine Damen und Herren, wir sollten in die Zukunft blicken mit Hoffnung, mit Optimismus, aber auch mit Ehrgeiz. Wir sind nicht da, um den Untergang zu vermeiden. Wir wollen auch nicht nur gegen andere große Mächte kämpfen. Wir sind hier in Europa, um zu kämpfen für einen neuen weltweiten Fortschritt. Und es lohnt sich, für eine bessere Europäische Union zu kämpfen, denn die Europäische Union ist das Beste, was uns allen passieren konnte. Vielen Dank. Heute in den Reden der Fraktionsvorsitzenden auch nochmal viele Rückgriffe auf durchaus die europäische Vergangenheit und viele Größen. Jacques Delors gerade unter anderem zitiert worden. Jetzt die Fraktionsvorsitzende vielen von Dank, Renew. Frau Präsidentin, Frau Kommissionspräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein Europa im Wohlstand, das erwarten wir hier in diesem Plenum. Es ist nicht die Frage, ob wir es wollen, sondern wie wir es erreichen wollen. Herr Letta hat in seinem Bericht zutreffende Feststellungen getroffen. Die müssen jetzt in die Tat umgesetzt werden mit entschiedenen Schritten, die unsere Wettbewerbsfähigkeit verbessern helfen. Die USA fördern massiv ihre Industrie. Es gibt einen Überprotektionismus in China für die chinesische Industrie. Und Europa kann da nicht die Hände in den Schoß legen. Mutiges Handeln ist erforderlich, um unsere Unabhängigkeit zu stärken. Seit Jahren haben wir Alarm geschlagen. Unsere Schwachstellen sind deutlich geworden. 80% von Werkstoffen in unseren Medikamenten wird heute in Asien hergestellt. Es mangelt an Paracetamol, an Antibiotika, an Schmerzmitteln, gerade auch für Kinder.
70% der Chips werden in Taiwan und in den USA hergestellt, 80% der Solarpaneele in China. Unser ökologischer Übergang hängt von der Stabilität in den anderen Weltteilen ab. Und das müssen wir berücksichtigen. Und das gefährdet auch den digitalen und umweltfreundlichen Übergang. Wir müssen gleichzeitig auch endlich die Kapitalmarktunion verwirklichen. Wir haben 33 Milliarden Privatersparnisse, das sind Kapitalquellen für unsere industrielle Entwicklung. Und das sind auch Anlagemöglichkeiten und Beschäftigungsmöglichkeiten für die Europäer. Wir dürfen die Kluft mit unseren internationalen Wettbewerbern nicht wachsen lassen. Der letzte europäische Gipfel scheint ein erster Schritt in diese Richtung zu sein. Seit Jahren werden wir darauf hingewiesen, dass die Wettbewerbsfähigkeit gefördert werden muss. Ja, nachdem wir uns gestritten haben über eine Entschließung des Europäischen Parlaments, hat die EVP sich auch zu dieser Erkenntnis durchgerungen. Also dieser Souveränitätsfonds müsste hier eine wichtige Rolle spielen. Unabhängig von der politischen Couleur erwarten wir, dass die nächste Europäische Kommission entschlossen antritt, damit Europa jetzt auch wirklich zu einem Wirtschaftsriesen werden kann. So, die Runde der Fraktion. Die Fraktionsvorsitzenden geht jetzt weiter und aufgerufen ist jetzt die Vorsitzende der Grünen Fraktion, die deutsche Grüne, Jerry Reinke. Das ist ein Augenblick der Wahrheit, der Wahrheit für das Klima, ein Augenblick der Wahrheit für die Wirtschaft und auch für unsere Sicherheit. Denn wir wissen alle, dass der Green Deal ja von Klimawandel handelt und Energiewandel. Aber es geht auch um den globalen Wettbewerb, in dem wir unsere Industrie grün machen, zukunftsgesicherte Arbeitsplätze schaffen. Und es geht darum, ob E-Autos in China, in den USA oder hier in der Europäischen Union produziert werden. Es geht um unseren Platz in der Welt. Es geht um unsere Unabhängigkeit. Es geht in der Tat um unsere Sicherheit. Und diese Sicherheit wird nur stark sein, wenn wir nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen, wenn wir uns nicht in Abhängigkeiten von Diktatoren begeben. Nochmal, Nord Stream 2 zu bauen war ein Fehler von Anfang an. Darauf zu setzen, dass Putin nicht einen blutigen Krieg gegen die Ukraine anzettelt und unsere Lebensweise schützte. Wir haben kostbare Jahre verloren. Da hätten wir erneuerbare Energien fördern können, wodurch Europa stark und frei ist. Jetzt hat es Leben gekostet. Es hat einen Preis für unsere Wirtschaft gehabt. Aber die EVP weigert sich immer noch, das zu tun, was notwendig ist, damit unsere Wirtschaft, unsere Union und so weiter nicht zurückbleiben und eben nicht E-Autos aus China zu importieren. Wir dürfen nicht denselben Fehler wiederholen. Wir dürfen nicht Zeit verlieren, um den Klima, um den Kontinent klimaneutral zu machen. Gleichzeitig sind Demokratie und Freiheit unter Angriff. Und auch in diesem Haus nach Russiagate gibt es neue Verdächtigungen der Spionage für China, auch durch Assistenten dieses Parlaments. Und es ist absolut klar geworden, diese Menschen ganz rechts sind keine Patrioten. Sie dienen nicht den Interessen der europäischen Bürger, sondern den Interessen von Diktaturen und Autokraturen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir starke proeuropäische, konstruktive Mehrheiten aufbauen im nächsten Europäischen Parlament. Nach den europäischen Wahlen werden wir einen Weg festlegen für die nächsten 5 Jahre. Der Beginn der nächsten Legislaturperiode wird unser Augenblick der Wahrheit sein. Werden wir die Union in die Richtung der Klimaneutralität gehen, sehen, der Demokratie und Freiheit, oder werden wir die alten Rezepte wieder aufwärmen, die unsere Wirtschaft und globale Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr bringen? Ich glaube, Sie kennen die Antwort, die ich geben würde. Wir sollten deshalb konstruktiv in den Wahlkampf gehen und auch konstruktive proeuropäische Mehrheiten aufbauen nach der Wahl. Vielen Dank. Das war schon ein Blick ein bisschen auf die Wahlen, nicht so sehr auf den Gipfel, der ja hier im Fokus der Debatte steht. Jetzt Dominik Tarczynski für die europäischen Konservativen und Reformer. Wir haben ja diese schöne Vision gehört, die Sie geschrieben haben, aber über Zahlen haben wir nicht viel gehört.
Sie sprachen von Jugendarbeitslosigkeit. Spanien 28,4%, Schweden 21%, Italien 20,4, Griechenland 17,4, France 16,9. Also ich mache jetzt da mal nicht weiter. Ich wollte das mal nur aufzeigen. Ja, Herr Weber hat ja gesagt, er wird mit Donald Tusk weitermachen. Ja, was für eine Errungenschaft, eine der höchsten Jugendarbeitslosigkeitszahlen unter Tusk. Wollen Sie damit weitermachen, Frau Präsidentin? Ja, Sie lächeln, das freut mich, dass Sie lächeln, aber Fakten zählen. Die Exporte aus China, 500 Milliarden Euro. Exporte nach China aus der Europäischen Union 230 Milliarden. In der gleichen Zeit, Frau Präsidentin, zwingen Sie die europäischen Bürger, den Green Deal runterzuschlucken, wo Europa eigentlich verantwortlich für 17% der CO2-Verschmutzung. Und da wollen Sie mit diesem Wahnsinn uns schützen. Das muss jetzt aufhören nach den Wahlen. Wir werden Europa wieder stark machen und groß machen. Wir werden diese Zahlen ändern. Ja, Sie lachen jetzt. Aber das hindert nichts daran, dass Sie die Wahlen verlieren. Sie wissen das und auch Sie, Frau Präsidentin, wissen das. Warum? Es gibt keine Freiheit, die Sie beschreiben. Wir können lesen in den Schlussfolgerungen, Europa muss sicher sein für europäische Bürger. Aber es ist Ihre Schuld, Frau Präsidentin, dass es eben nicht sicher ist. Illegale Migration und Ihre Politik, Herr Weber, deutsche Politik, willkommen in Deutschland, das ist der Grund, warum Europa nicht mehr sicher ist. Und darüber sollten wir sprechen. Ein Bericht über Deutschland, 6 Millionen Straftaten, der höchste Anstieg in der Geschichte Europas, und das wollen Sie noch fortführen. Das ist der Wahnsinn, diese illegale Migration. Das wird aufhören nach diesen Wahlen. Dieser Wahnsinn mit dem grünen Deal, das wird aufhören nach den Wahlen. Ja, Sie lächeln jetzt, sind jetzt gut gelaunt, aber das ändert nichts daran, dass die Konservativen Europa wieder groß machen werden. Grazie, onorevole Zani. Danke schön, Herr Zani, bitte. Grazie, grazie. Dankeschön. Dankeschön, Frau Präsidentin. Wir stehen kurz vor Ende der Legislaturperiode und einer der letzten Akte, mit denen die Kommission jetzt diese Legislaturperiode verabschiedet, ist eben eine Erinnerung an den nach Meindorf hier halten verkehrten Ansatz, den sie gewählt hat. Es war inhaltlich und von der Methodik verkehrt. Ich beziehe mich auf diese Debatte bezüglich der Aufträge, die Sie an Letta und Draghi vergeben haben. Also dieser Bericht, der uns über Jahre hinweg begleitet hat. Also ich kann mich daran erinnern, in den letzten 10 Jahren, die ich hier war, wurde das immer wieder gesagt. Und da wurde gesagt, damit werde der Weg in die Zukunft aufgezeigt. Aber das halte ich für den verkehrten Ansatz. Es werden dann nur eben die Hauptprobleme noch verschärft, dass man sich eben immer auf technokratische Lösungen verschärft, nicht die Demokratie. Demokratie berücksichtigt. Wir brauchen Rückhalt in der Bevölkerung. Ich hoffe, dass in den nächsten 5 Jahren die Politik den Takt angibt und nicht irgendwelche nicht gewählten Sachverständigen. Es geht hier sicher um ein Wettbewerbsfähigkeitsproblem, sagten Sie, aber wir haben an und für sich keine Wettbewerbsfähigkeitsprobleme. In den internationalen Statistiken werden wir als wettbewerbsfähiger eingestuft als die USA. Also da liegt das Problem nicht, es liegt in der Produktivität. Wir müssen aufschließen in der Produktivität. Da gibt es einen großen Abstand zu den USA. Und die Produktivität lässt sich nicht durch den Grünen Pakt und komplexe Regelwerke und Bürokratie verstärken, sondern durch Innovation, Freiheit, weniger und das besser tun. Nur so wird es uns gelingen, die tatsächlichen Probleme Europas anzugehen. Da geht es nicht um Wettbewerbsfähigkeit. Mario Draghi hat in seiner Rede in Utah etwas sehr Interessantes gesagt.
gesagt, das gibt das wieder, was das eigentliche Problem ist, nach meinem Dafürhalten. Es wird hier zu viel über Wettbewerbsfähigkeit gesprochen in den letzten Jahren, seit 2010. Und das hat dazu geführt, dass Europa Fehler begangen hat in seiner Politik, also Wettbewerbsfähigkeit durch sinkende Löhne und prozyklische Steuerpolitik. Das hat Herr Draghi gesagt. Und diese Fehler haben den Binnenmarkt zunichte gemacht, unsere Beschäftigung und unser Sozialmodell, das zu den fortschrittlichsten der Welt gehörten. Brauchten wir Mario Draghi 15 Jahre später noch einmal, um diese Fehler in Erinnerung zu rufen? Die haben Europa zunichte gemacht und ich glaube, deswegen ist es notwendig, dass eben die Politik jetzt den Vorrang haben sollte. Wir sollten keine Binsenweisheiten hier vortragen, um damit unsere Fehler vertuschen zu wollen. Ich möchte noch einmal aufgreifen, die Fortschrittlichkeit Europas wird immer durch Erweiterung und mehr Bürokratie verkörpert. Das sind die Fehler der letzten 30 Jahre. Die Ergebnisse sind dementsprechend wenig zufriedenstellend. Also das Wachsen ist nicht per se ein Erfolg. Europa sollte Lehren ziehen aus der Vergangenheit und zwei Begriffe vorantreiben, die entscheidend sind: Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit. Ohne entsprechende Ansätze wird Europa nicht aus dem Sumpf herauskommen, in das es sich selber geritten hat. In der Runde der Fraktionsvorsitzenden war das jetzt Markus Sanni, der nochmal gesagt hat, dass man ein bisschen weniger die Augen verschließen soll von der identitären Fraktion. Jetzt Marina Messure, die für die Linksfraktion hier am Pult ist. Sie von Wettbewerbsfähigkeit und einem starken Europa sprechen, ohne Selbstkritik, ohne zu sprechen von den neoliberalen Politiken, die Sie auch geführt haben und uns dahin geführt haben, wo wir jetzt sind. Ja, worin liegen die Schwierigkeiten und woher kommen die Schwierigkeiten der Industrie in China gegenüber? Ja, eben weil es um Wettbewerbsfähigkeit ging, unsere Industrie zerstört wurde. China plant, geht strategisch vor. Ja, sie haben Staatsbeihilfen verboten, während China hunderte von Milliarden von Euro auf den Tisch legen für den grünen Wandel. Vielleicht auch, weil sie die Freihandelsabkommen multiplizieren mit Ländern, wo zehnmal so wenig Gehalt gezahlt wird, während China protektionistisch vorgeht. Ihr Dogma-Glauben hat dazu geführt, dass unsere Werften geschlossen haben, unsere Textilindustrie, unsere Solaranlagen geschlossen worden sind und ja, morgen werden sie auch unsere Autoindustrie übernehmen. Es reicht, die Liberalisierung von strategischen Sektoren, Energiemarkt oder der berühmte europäische Energiemarkt, zu dem sie sich beglückwünschen, das ist in Wirklichkeit ein Fiasko für die Unternehmen, die KMU, die Unternehmen, die Verbraucher, die Haushalte, die pleite gehen aufgrund der Preise. Aber stattdessen brauchen wir mehr Planung, Protektionismus, öffentliche staatliche Intervention in strategischen Sektoren überall in Europa. Das ist das Rezept für die europäische grüne Reindustrialisierung, damit alle würdig leben können. Vielen Dank. Herr Meuthen hat das Wort. Zum Schluss dieser ersten Runde aus der Reihe der fraktionslosen Abgeordneten der Deutsche Jörg Meuthen, der frühere AfD-Vorsitzende. Werte Kollegen, die EU wird offenbar wach. Auf dem Ratsgipfel war keine Rede mehr vom Green Deal. Stattdessen steht nun der Competitiveness Deal im Mittelpunkt. Man erkennt also endlich auch in Brüssel, in welches Desaster die von grünen Ideologen und Frau von der Leyen betriebene Deindustrialisierungspolitik des Green Deal führt. Grund zu reiner Freude ist diese Kurskorrektur indessen nicht. Die Einsicht kommt nämlich zu spät. Europas Wettbewerbsfähigkeit ist nicht erst jetzt plötzlich in Gefahr. Es ist das Ergebnis einer jahrelangen, völlig falschen Wirtschaftspolitik des Aushebelns der Wettbewerbsfähigkeit der EU. Die Volkswirtschaften in der EU verlieren international immer weiter den Anschluss. Millionen Menschen droht der langfristige Verlust ihres Lebensstandards. Die Notbremse muss deshalb jetzt gezogen werden. Es muss Schluss sein mit Hybris und Hysterie. Wir brauchen nüchterne, pragmatische, ökonomische Vernunft. Die bestünde in der Beschränkung auf das Setzen kluger Rahmenbedingungen für die Unternehmen und im Verzicht auf staatliches Steuern aller wirtschaftlichen Abläufe. Weniger Bürokratie,
Weniger Reglementierung, weniger Abgabenlast, weniger ist mehr. Aber das kapiert hier scheinbar niemand mehr. So und nur so kann Europa langfristig wieder wettbewerbsfähig werden. Den blumigen Märchenstunden von Frau von der Leyen glaubt niemand mehr, der die wahren Daten kennt. Dankeschön. Grazie. E ora facoltà di parlare l'onorevole Berendsen. Ja, danke wel, mevrouw de voorzitter. Danke schön, Frau Präsidentin, verehrte Kollegen. Wir wollen heute über die Ratsschlussfolgerung sprechen und ich muss Ihnen gestehen, ja, ich habe da zwei Seelen in meiner Brust. Ich sehe, dass es dort ging um die Wettbewerbsfähigkeit und deren Steigerung. Das ist schön zu hören und wir haben ja auch Manfred Weber gehört. Er hat ja betont, wir haben das schon seit Jahren gefordert. Aber wir müssen ja auch kritisch blicken auf diese Schlussfolgerungen, denn dort heißt es, wir brauchen hier erschwingliche, zugängliche Energie. Aber manche Mitgliedstaaten schließen Atomkraftwerke gerade jetzt in dieser größten Energiekrise der letzten Jahrzehnte. Der Rat kommt zum Schluss, dass strategische Abhängigkeit abgebaut werden soll. Aber wir sehen, Länder lassen mehr chinesischen Einfluss zu in Häfen, in kritische Infrastruktur. Der Rat kommt zu dem Schluss, ja, wir wollen Verteidigungsindustrie verstärken. Aber die Produktion von Munition, die wirklich auch einem Krieg gerecht wird, fehlt noch. Also statt all dieser schönen Worte und dieser hübschen Texte sollten wir wirklich mal zur Tat schreiten. Die Europäische Union ist die größte Wirtschaftsmacht der Welt nach den Zahlen. Und jetzt werden wir aber herausgefordert durch andere Machtblöcke. Und daher müssen wir unseren Standpunkt verstärken. Wir können das auch, wenn wir uns jetzt endlich an die Arbeit machen. Wenn wir gemeinsam uns entscheiden, an den großen Themen zu arbeiten, Lösungen bieten, wirklich Lösungen bieten, so wie wir das auch in den letzten Jahren in Europa in schwierigen Zeiten getan haben. Zusammenarbeiten, dann sind wir stärker und dann kann auch die Verstärkung Europas gelingen. Vielen Dank. Danke schön, Herr Baker. In this discussion I'd like to take up one. Ja, ich möchte eine Frage aufgreifen. Die Kapitalmarktunion oder das Fehlen einer derartigen Union. Es fehlt an Finanzierung für traditionelle Industrien. Wir brauchen da eben andere angemessene Mittel, gerade auch für bahnbrechende Technologien und Neugründungen, die eher entscheidend sind für die modernen Technologien. Wenn nicht entsprechende Kapitalmarktunionsvoraussetzungen gegeben sind, dann wird es schwierig, diese Industrien zu fördern. Ursula von der Leyen hat immer wieder Empfehlungen ausgesprochen. Das ist beeindruckend. Es muss aber festgehalten werden, dass wir doch an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber China und USA verlieren. Vielen Dank, Herr Danti. Grazie, Presidente. Ich danke Ihnen, Frau Präsidentin, Frau Vizepräsidentin der Kommission. Nun, wir werden jetzt eine Legislaturperiode abschließen, die so noch nicht erlebt worden ist. Traurig historisch, aber auch indem wir sehr starke Innovationen haben, was die Wirtschaft angeht und die Gesetzgebung. Jetzt müssen wir aber den Weg abstecken, den die Europäische Union in der nächsten Legislaturperiode einschlagen soll. Mario Draghi hat in den letzten Tagen dieses auch angesprochen, um eine Wettbewerbsfähigkeit zu haben auf unserem Kontinent, eine wirkliche Industriepolitik, sodass wir uns loslösen von Abhängigkeiten, ein Energiebinnenmarkt, um die Kosten für die Verbraucher und die Unternehmen runterzubringen, ein Kapitalmarkt für die Union, sodass wir auch die privaten Ersparnisse nutzen können, um in die Unternehmen investieren zu können, und der grüne und digitale Wandel muss vorangebracht werden. Da brauchen wir eine wirtschaftliche Unterstützung in den Pragmatismus, die eben in den letzten Jahren vielleicht auch gefehlt haben. Da brauchen wir Mut und auch Ambitionen, dass man absieht von den nationalstaatlichen Denken in einer Welt, die ja auch immer schneller läuft. Dankeschön, Herr Solé, bitte.
Danke schön, Frau Präsidentin. Das ist die letzte Plenartagung, an der ich teilnehme. Und wo es jetzt um die Prioritäten für die Union für die nächsten Jahre geht, dann darf ich Ihnen eine Hausaufgabe mitgeben für die nächste Zeit. Erlauben Sie mir das. Wir brauchen ein stärkeres, integriertes Europa. Eines, das mehr Zusammenhalt hat, wettbewerbsfähiger ist und mehr Entscheidungsfähigkeit hat, um die legitimen Interessen selbstständiger vertreten zu können. Ein Europa, das wirklich die Globalisierung so gestaltet, dass sie sozial gerechter ist, weniger negative Auswirkungen hat und ein Europa, das sich für Nachhaltigkeit mehr einsetzt. Ein effizientes, kohärentes Europa nach außen hin, wo Menschenrechte wichtiger sind als alle Ungleichheiten der Welt. Und als letzte Bitte möchte ich auf das Katalanische eingehen. Das ist leider keine offizielle Amtssprache. Und jetzt spricht der Redner eine Sprache, die leider keine Amtssprache ist und daher nicht verdolmetscht werden kann. Wir danken Ihnen. Das sind Europäer und unsere Anhels der Justiz und der Libertät. Meine Damen und Herren, Sie haben gerade noch verfolgt, was die Dolmetscherin als letztes erklärt hat, nämlich, dass sie nicht die Möglichkeit hatte, Katalanisch hier zu übersetzen, dass keine Amtssprache innerhalb der Europäischen Union ist. Das wird mutmaßlich auch so bleiben, denn solche Auftritte werden natürlich die Sympathie für diese Regionalsprache nicht erhöhen. Weiter in der Debatte. Wir sind in der zweiten Runde rund um die Ergebnisse des EU-Gipfels von der vergangenen Woche. Eine Wettbewerbsfähigkeit für Europa, das bleibt weiter. Das Ziel. Wir haben nicht ausreichende Produktivität. Wir sind zu stark abhängig von China, weil es an neuen Handelsabkommen fehlt. Und es werden noch strengere Regeln lassen. Und die notwendigen Genehmigungen lassen dann lange auf sich warten. Der Binnenmarkt ist immer noch nicht vollendet. Dadurch verpassen wir ein Wachstumspotenzial von 12%. Und gleichzeitig werden durch Beihilferegeln notwendige Maßnahmen gehemmt. Es gibt viel zu tun. Innerhalb von 100 Tagen nach Amtsantritt der neuen Kommission erwarten wir einen neuen industriepolitischen Plan. Und zwar auf intelligente Art und Weise. Das darf nicht so geschehen, dass die nächsten Generationen dann mit neuen Schulden belastet werden oder dass neue EU-Steuern erhoben werden. Es müssen entsprechende Verschiebungen vorgenommen werden zugunsten mehr Forschung und Entwicklung, Innovation, Sicherheit und grenzüberschreitende Infrastruktur. Die EU muss wieder für Wohlstand stehen und unsere Wirtschaft und unsere Bevölkerung und unsere Grundfreiheiten müssen geschützt werden. Danke, Herr Györgyi. Kolleginnen und Kollegen, Frau Präsidentin, die Kommissionspräsidentin sieht eine alternative Realität. Wir haben 5 Jahre mit nichts verbracht, weil wir schwach und gespalten sind. Die Union ist doch ein Friedensprojekt und Brüssel ist für Krieg. Es gibt keine Lösung für den Krieg in der Ukraine. Auch wenn es offensichtlich ist, wer der Aggressor ist und wer das Opfer ist. Wir brauchen Frieden und zwar so bald wie möglich, um Leben zu retten. Die Union wurde geschaffen, um stärker zu sein, geeint stärker zu sein. Und die Union ist aber immer stärker gespalten zur Migration und zur Geschlechterfrage. Nun, Länder, die nicht dazu gehören, werden erpresst. Es ist höchste Zeit, dass sich die Union konzentriert auf die wirklichen Probleme der Menschen. Mit dem Green Deal hat die europäische Industrie, hat die Landwirtschaft eine Zerstörung erlebt und so gut ist unsere Handelsbilanz auch nicht. Und nichts hat sich geändert. Man will die Migration nicht stoppen oder handhaben. Ungarn wird illegale Migranten nicht hineinlassen. Alle Anträge sollten vor Überschreiten der Grenze behandelt werden. Kein Krieg, keine Migration. Wir brauchen im Juni Änderungen in Brüssel.
Zum Ende der zweiten Runde war das die fraktionslose Abgeordnete, ungarische Abgeordnete Enike Gyri, Auftakt der dritten Runde, jetzt mit Andreas Schwab von der EVP-Fraktion, von der deutschen CDU. Zu dieser Einsicht auch gelangt ist und in seinen Schlussfolgerungen das Ende der industriepolitischen Naivität endlich einleuchtet. Wir brauchen in Europa eine Fokussierung auf mehr Wettbewerbsfähigkeit. Und insofern begrüße ich ausdrücklich, was der Kollege Belka von den Sozialdemokraten gerade gesagt hat. Wir brauchen auch neue Ideen. Ich bin überrascht, dass der bundesdeutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck plötzlich vom risikobasierten Ansatz spricht. Es gibt Möglichkeiten, Europas Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, ohne die Ziele des Pariser Klimaabkommens in Gefahr zu bringen und ohne den Binnenmarkt in Schieflage bringen zu müssen. Aber klar ist, in den vergangenen Jahren, und das ist ja ein Stück weit auch exemplarisch, Herr Kommissar, dass wir jetzt am Ende der Legislaturperiode nochmals über den Binnenmarkt diskutieren, dem Binnenmarkt fehlt der Biss. Und das hat Enrico Letta in seinem Bericht sehr deutlich aufgeschrieben. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, in der kommenden Legislaturperiode nochmals deutlich darüber nachzudenken und dann auch zu handeln, wie wir das, was uns verbindet, stärken können. Über die Interessen einiger Mitgliedstaaten hinweg, weil wir gemeinsam stärker sind. Weil wir die Resilienz Europas, vor allem der wirtschaftlichen Wohlstandsketten, stärken können, wenn wir einheitliche Regeln setzen. Ich glaube, dass ein europäisches Gesetzbuch für das Recht der Unternehmen, so wie Herr Letta vorschlägt, durchaus ein interessanter Weg sein kann, zu Vereinfachung und zu Einheitlichkeit zu kommen. Ich darf aber auch sagen, Frau Präsidentin, Herr Kommissar, dass mir nicht so ganz klar ist, wie die beihilferechtliche Konstruktion in Herrn Lettas Bericht aussehen soll, die er vorschlägt für diese Projekte gemeinsamen europäischen Interesses. Wir brauchen letztlich weniger Beihilfe, Frau von der Leyen hat darauf hingewiesen, und mehr Markt, mehr Innovation, mehr Eigeninitiative. Darauf wird es die kommenden 5 Jahre ankommen. Und deswegen hoffe ich, dass wir das hinbekommen. Herzlichen Dank. Grazie, onorevole Tinagli. Prego. Thank you. In a changing geopolitical landscape. In einer sich ändernden geopolitischen Landschaft muss Europa mit China und den USA wettbewerbsfähig bleiben. Und wir erinnern uns daran, gegenseitig aber auch Draghi und Letta haben uns daran erinnert, welches der richtige Weg ist. Mehr Investitionen auf europäischer Ebene, das heißt größerer Haushalt, größere Fiskalkapazitäten auf europäischer Ebene. Und die sind notwendig, um die großen Herausforderungen unseres Jahrhunderts zu bewältigen, der grüne Wandel und der digitale Wandel. Und jetzt arbeiten wir endlich mit diesen Elementen, aber da müssen wir auch wirklich einen Gang zulegen. Aber in diesem Szenario dürfen wir auch nicht vergessen, dass die Grundlage, auf der wir Wettbewerbsfähigkeit aufbauen können, ja durch Frieden repräsentiert wird. Europa hat in einem Kontext von Frieden und Stabilität sich entwickeln können. Dadurch haben wir uns sozial und wirtschaftlich entwickeln können. Und heute ist dieser Kontext leider nicht mehr eine Selbstverständlichkeit. Und wenn man wettbewerbsfähig bleiben will, muss Europa sich nicht nur Werkzeuge geben, die nur wirtschaftlicher Art sind, sondern man muss auch Frieden und geopolitische Stabilität verteidigen können. Das kann eine stärkere Verteidigung sein, kann auch abschreckend wirken, aber gleichzeitig auch dazu führen, dass Europa diplomatisch stärker dasteht weltweit. Da sollten wir eben auch unsere Rolle einnehmen in diesem geopolitischen Szenario. Vielen Dank. Jetzt hat Herr Czolos das Wort. Dankeschön. Die Europäische Union muss Druck aus den USA und China standhalten. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, brauchen wir europäische Investitionen. Um wettbewerbsfähig nach außen zu sein, müssen wir aber innerhalb der Union besser zusammenarbeiten. Wir haben gesehen, wie die Energiesicherheit, aber auch die neue Erweiterungsthemen nach Osten hin gewirkt haben nach innen aufgrund des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine. Aber wir müssen jetzt noch weitergehen. Wir müssen investieren in Energie, zum Beispiel am Mittelmeer, in Schwarzen Meer, in Polen, in den baltischen Staaten. Wir brauchen Verbund- und Konnektionsprojekte, sodass wir gerade auch die Kandidatenländer besser integrieren können nachher, damit wir in diesen Ländern die europäischen Werte fördern, müssen wir
heute schon darüber nachdenken, wie die Westbalkanstaaten Republik Moldau, Ukraine eingebunden werden können in die Volkswirtschaften Europas. Und wir müssen gerade auch eine Verbindung schaffen zum Kaspischen Meer. Nur so können wir wirklich eine regional langfristige und dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit sichern. Dankeschön. Dankeschön, Herr Hochefein. Europa läuft Gefahr, in die zweite Klasse abzusinken in der Wirtschaft. Also die Steuerlast wird immer erdrückender. Also wir hatten ja früher einmal mehr Freiheit für Unternehmer und Bürgerinnen und Bürger, tätig zu werden als Unternehmer und Handel zu treiben. Und durch die Brüsseler, also die Bürokratie, nimmt die Freiheit ab. Also wir haben insgesamt 32.000 EU-Beamte bei der Kommission, die eine erdrückende Regel nach der anderen erlassen. Unsere Spitzenbetriebe werden weggejagt aus dem Standort Europa, um grüne Politik zu betreiben, die im stillen Kämmerlein in Brüssel entwickelt wird. Unser Unternehmertum und damit unser politischer Einfluss verlieren an Einfluss. Wir müssen weniger Regelgebung betreiben. Dann hätten wir erschwingliche Erzeugnisse, mehr Arbeitsplätze, einen freien Markt. Nach dem 6. Juni sollte diese Freiheit nach Europa zurückkehren. Vielen Dank, Herr Niedermayer. Thank you, Madam. Danke. Ja, die Bedeutung dieses Themas nimmt zu von Tag zu Tag. Und es freut mich, dass wir symbolisch das Thema bei der letzten Plenartagung diskutieren. Das Problem anzuerkennen reicht nicht. Wir müssen auch schnell tätig werden. Ich hätte 4 Vorschläge, bevor der Bericht von Mario Draghi wahrscheinlich stärker ins Detail gehen wird. Erstens muss der Binnenmarkt besser werden. Er muss besser funktionieren. Enrico Letta hat Vorschläge gemacht. Und es ist doch offensichtlich, dass wir beim Energiemarkt vorankommen müssen, dass billige Energie in der ganzen Union verfügbar ist, gerade auch Dienstleistungen, Kommunikation und die Finanz- und Kapitalmarktunion. Da haben wir Fortschritte, das reicht aber noch nicht. Also wir brauchen auch sehr viel weniger Bürokratie. Eine Vereinfachung muss vorgenommen werden, indem Richtlinien in Verordnungen umgesetzt werden. Die Anforderungen müssen vereinfacht werden. Wir müssen stärker digitalisieren, aber vor allem müssen wir auch etwas liefern. Die Unternehmen müssen das Gefühl haben, dass uns das wirklich etwas angeht, dass man da auch vorankommt. Beim grünen Wandel, da haben wir eine gute, transparente Umwelt geliefert, aber eben das Ganze muss auch schneller passieren, wirksamer passieren. Also die Entwicklung der EU zu unterstützen, das ist besser als dass 27 einzelne Länder Fehler machen. Dann Außenpolitik. Wir müssen sicherstellen, dass wir den Freihandel unterstützen, aber gleichzeitig müssen wir auch unsere Unternehmen schützen vor dem freien Handel. Ich denke, wir können da auch liefern, auch wenn das schwierig ist. Also ich hoffe, dass wir da wirklich schnell vorankommen. In der letzten Plenarwoche vor den kommenden Europawahlen hier auch nochmal manchmal ein bisschen das Tableau, den Reden etwas breiter. Wir sind mittlerweile in der dritten Runde, die aber nicht mehr komplett von allen Fraktionen besetzt ist. Also hören wir weiter rein, die Ergebnisse des Europäischen Rates der letzten Woche, Europas Wachstum und Stabilität. Bürger wollen ein Europa, das sie schützt, aber sie wollen auch eingebunden werden in Entscheidungen. Wir wollen, dass wir in Wohlstand und Frieden reden. Dafür brauchen wir eine starke Wirtschaft, die auch untermauert wird durch Investitionen in Bildung, Gesundheit, in lokales Wirtschaftsnetzwerk, aber auch klare Regeln, an die sich alle halten, sodass keiner außen vor bleibt. Wir brauchen genügend Ressourcen, um all diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Wir müssen Armut und Ungleichheit reduzieren und bekämpfen. Für die Rumänen, die ich vertrete, ist es wichtig, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs auch der vollständige Schengen-Beitritt Rumäniens vorgesehen ist, wird. Wir brauchen einen Schengen-Raum mit der gesamten Union und eine Aufhebung der Einreisekontrollen auch auf dem Landweg ist notwendig und wichtig. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Wittrin. Vielen Dank, Frau Präsidentin.
Herr Kommissar, Wettbewerbsfähigkeit, Souveränität, Nachhaltigkeit, das sind Pfeiler, die durchaus miteinander vereinbar sind und wesentlich für unsere Zukunft. Als Europäer müssen wir diese Ziele verfolgen, um unsere Handlungsfähigkeit in eigenem Namen zu erhöhen. Wir haben uns auf den Binnenmarkt gegründet, das ist ein Trumpf. Und wenn wir geschlossen sind, dann kann uns nichts in den Weg gestellt werden. Eine Welt im Wandel mit vielen Bedrohungen, Herausforderungen, wo Wettbewerbsfähigkeit jetzt groß geschrieben wird, können wir uns nicht mit halbherzigen Maßnahmen begnügen, die von Bürokraten erfunden werden, die uns eigentlich schaden. Wir müssen unsere Beschäftigung schaffen, um auch den Klimawandel zu bewältigen. Wir müssen mit einem Wettbewerbsfähigkeitsschock vorgehen. Wir müssen in die Zukunft investieren und vertrauen auf unsere Kapazität, um gleichzeitig selbst Erzeuger zu werden und unsere Umwelt zu schützen. Wir müssen anknüpfen an den Binnenmarkt, an die Einführung des Euro, vereinfachen, liberalisieren. Das geht durchaus. Dadurch können wir unsere Wettbewerbsfähigkeit verbessern und unsere Souveränität zu wahren. Ein paar liberale Momente hier durch Marie-Pierre Vedren in dieser Aussprache, die der Renew-Fraktion angehört. Jetzt weiter für die EVP. Henna Virkkunen. Es gibt zwei Themen, die die Europäische Union in den Fokus nehmen müssen. Unsere Sicherheit und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit stärken. Die Europäische Union ist in den letzten 15 Jahren zurückgefallen, den USA gegenüber, was das Wachstum angeht. Die Union muss Innovation und Investitionen in Europa fördern. Es ist sehr gut, dass Wettbewerbsfähigkeit jetzt auf der Agenda der Mitgliedstaaten ist in den nächsten Jahren. Und es gibt da vier Dinge, die wir machen müssen, um Erfolg zu haben. Zunächst einmal müssen die Mitgliedstaaten aufhören, miteinander im Wettbewerb zu stehen, wenn es um Staatsbeihilfen geht. Wir müssen auch Regeln zur Förderung von Investitionen und Innovationen schaffen. Wir haben zu viel Bürokratie und Verwaltungslast. Wir müssen die Genehmigung beschleunigen, sodass neue Produkte auch auf die Märkte kommen können. Und wir müssen sicherstellen, dass Europa auch ausgebildete Fachkräfte hat für die Unternehmen in der Zukunft. Wir müssen auch mehr investieren in Forschung und Entwicklung. Nur dann kann die Industrie wettbewerbsfähig bleiben, damit wir auch die globalen Herausforderungen bewältigen. Und Frau Jungerius. Thank you, Chair. Dankeschön. There are still right-wing conservatives who are still focused on the trickle-down faschistische Ansicht, dass irgendwas von oben nach unten which has been debunked already. Hat die Kluft bereits jahrelang verstärkt. Aber jetzt weht doch ein neuer Wind in Europa. Letzte Woche haben wir den Beweis dafür gesehen. In La Hague haben wir eine Erklärung unterzeichnet für eine soziale Agenda der nächsten Jahre. Wir wollen gerade auch Tarifverhandlungen in der öffentlichen Beschaffung. Enrico Letta hat ein paar Tage später seinen Bericht vorgestellt. Argumentiert, da es der Binnenmarkt sein volles Potenzial nicht entfalten kann, ohne die Untermauerung durch soziale Werte. Wettbewerbsfähigkeit, da geht es nicht nur um den niedrigsten Preis, da geht es auch um soziale Werte und hochwertige Arbeitsplätze, die gesichert werden müssen. Um diese Spirale nach unten, wo der Markt die Menschen erdrückt, zu durchbrechen. Also, wir sollten dafür sicherstellen, dass das Geld auch im Interesse der Bürger arbeitet. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Kerner. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen die Wirtschaftswende auch in Europa. Denn nur mit einer starken Wirtschaft können wir uns auch unsere Ziele leisten. Dafür müssen wir Bürokratie abbauen in Europa. Da hat Frau von der Leyen in den letzten Jahren haben Sie eher was aufgebaut. Wir brauchen einen stärkeren europäischen Kapitalmarkt, damit wir privates Kapital auch mobilisieren können. Und wir brauchen mehr Freude am Erfinden als am Verbieten in Europa. Jetzt wollten Sie, Frau von der Leyen, etwas für den Mittelstand in Europa tun. Einen Beauftragten haben Sie gesucht für über 18.000 Euro im Monat. Den schlecht qualifiziertesten CDU-Freund haben Sie dann in diesen Job gebracht. Jetzt musste Herr Pieper zurücktreten und hat den Job nicht angenommen. Sie haben damit dem Mittelstand in Europa einen Bärendienst erwiesen.
und die Glaubwürdigkeit der Kommission untergraben. So wird Europa nicht fit für die Wirtschaft, Frau von der Leyen. Grazie. Facoltà ora di intervenire l'onorevole Ferber. Jetzt Herr Ferber, bitte. Prego. Grazie. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das Thema Wettbewerbsfähigkeit ist endlich dort angekommen, wo es auch hingehört, nämlich ganz oben auf die Agenda der Staats- und Regierungschefs. Die Europäische Union hatte sich in der Lissabon-Strategie einmal selbst das Ziel gegeben, zum, und ich zitiere, wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu werden. Da sind wir weit davon entfernt. Eine Säule einer Strategie für mehr Wettbewerbsfähigkeit muss natürlich auch das Thema Finanzierung sein. Jeder weiß, unser Finanzierungsmodell hat Schlagseite zur Bankenfinanzierung. Auf der Kapitalmarktseite geht fast gar nichts. Und alle Börsengänge, auch von Firmen aus der Europäischen Union, finden heute in New York und nicht mehr in Paris, in Amsterdam oder in Frankfurt statt. Die europäische Antwort auf dieses Problem hat die Kommission vor 10 Jahren schon vorgestellt, nämlich die Kapitalmarktunion. Seitdem haben wir aber nur kleine Fortschritte erreicht. Was wir jetzt dringend brauchen, sind nicht Gipfelerklärungen, sondern Mitgliedstaaten, die auch bereit sind zu handeln, die bereit sind, Kompetenzen im Steuerrecht, im Insolvenzrecht abzugeben zu einer gemeinsamen europäischen Lösung, damit wir für die Zukunft wettbewerbsfähig werden. Vielen Dank. Hier war das am Pult Markus Ferber von der EVP-Fraktion, den wir dann später noch mal erleben werden als Berichterstatter für die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Und vorher hatten wir den deutschen Politiker Moritz Körner, der mit dem neuen FDP-Wording der Wirtschaftswende kam. Und jetzt der Sozialdemokrat und SOD-Abgeordnete Timo Wölken, wenn das keine deutsche Runde ist. Darum müssen wir die Europäische Union fit machen für die neuen Herausforderungen einer globalisierten und polarisierten Welt. Ein unvollendeter Binnenmarkt, eine unkoordinierte Industriepolitik und immer größere Abhängigkeiten bei kritischen Infrastrukturen und Technologien bedrohen unsere Wirtschaft, aber am Ende auch Handlungsfähigkeit und unsere Gesellschaft. Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit. Sie müssen immer zusammengedacht werden. Sie dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Denn in einer Welt, die den Kampf gegen den Klimawandel verliert, ist Wirtschaftswachstum wertlos. Um eine Transformation, die keine guten Arbeitsplätze schafft, die Menschen nicht mitnimmt und ihnen keine guten Lebensbedingungen garantiert, gefährdet unsere demokratische Gesellschaft. Und deshalb besorgt es mich zutiefst, dass der Europäische Rat die Ziele des Green Deals auf Wettbewerbsfähigkeit und Energieunabhängigkeit reduziert hat. Wir Sozialdemokratinnen treten bei dieser Wahl an, um in den nächsten 5 Jahren diese Mammutaufgabe zu bewältigen und den Dreiklang aus Klimaschutz, Wirtschaftswachstum und sozialer Gerechtigkeit für ein Europa der Zukunft sicherzustellen. Grazie. Facoltà ora di intervenire. Danke schön. Herr Ehler, bitte. Meine Damen und Herren, was ist Wettbewerbsfähigkeit? Wettbewerbsfähigkeit ist der Ausdruck und auch die Notwendigkeit, in Europa, in den europäischen Demokratien Freiheit, Sicherheit, soziale Stabilität, eine Umwelt, die wir in der nächsten Generation übergeben wollen, sicherzustellen. Wettbewerbsfähigkeit ist nicht das Gegensatzpaar zwischen Ökologie, sozialen Themen und wirtschaftlichen Interessen, sondern es ist die Grundlage unserer Gesellschaften. Wenn wir unabhängig bleiben wollen, politisch, wenn wir unser Schicksal selber in die Hand nehmen wollen, wenn wir den Wettbewerb in unseren Gesellschaften, was Ziele betrifft, wie Umwelt, wie Sozialverträglichkeit, wie aber auch Jobs in irgendeiner Weise sicherstellen wollen, dann brauchen wir Wettbewerbsfähigkeit. Und insofern hat es keinen Sinn, jetzt Gegensatzpaare aufzustellen. Wir sind in einer transformativen Situation in unseren Volkswirtschaften. Es ist notwendig, die alte Carbonökonomie wird nicht die Ökonomie der Zukunft sein. Aber wir müssen sicherstellen, dass wir nicht durch Überregulierung, sondern durch die Wirtschaftskräfte, durch den europäischen Binnenmarkt, durch die Freiheit wirtschaftlichen Handelns unsere gemeinsamen Ziele erreichen. Insofern hat es keinen Sinn, hier Gegensatzpaare aufzubauen. Das wird nur der extremen Rechten und der extremen Linken nutzen. Vielen Dank. Grazie, onorevole del Castillo Vera. Danke schön, Frau del Castillo Vera. Presidenta, Commissario.
Frau Präsidentin, Herr Kommissar, diese Legislaturperiode 1924 geht zu Ende. Covid-Krise und Ukraine-Krieg haben einen neuen Geist der EU herausgestellt und wir bräuchten mehr Inspiration wie damals mit dem Montanunion-EGKS-Vertrag. Also wir sollten dafür sorgen, dass wir nicht hintereinander Volkswirtschaften hinterherhinken, die zum Teil Kontinentalgröße haben, EU und China, also vor allem Binnenmarkt und Soziales und Beschäftigung sind wichtig. Innovation, ausreichend Energie und Forschung sind entscheidend. Wir brauchen einen Industrieplan für Europa. Die europäische Industrie ist auf dem Rückgang befindlich und wir müssen sie neu beleben. Es muss Regelwerk abgebaut werden und die Zersplitterung des Binnenmarkts sollte beendet werden. Wir brauchen einen neuen Antrieb. Wir brauchen drei Ansätze: Innovation, Energie und Digitalisierung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Weiß. Der Jahresbericht der Kommission für die Wettbewerbsfähigkeit der EU vom Februar 2024 berührt sehr viele relevante Faktoren und Herausforderungen. Es wird Energie 43 Mal erwähnt, kritische Rohstoffe 16 Mal, Halbleiter 2 Mal, Wasserstoff 2 Mal ebenfalls. Aber Wasser wird überhaupt nicht erwähnt. Obwohl man an mehreren Orten in der EU schmerzlich merkt, wie Überschwemmungen oder Dürre die Bürger, Landwirte und Unternehmen in den Boden unter den Füßen wegreißt. Aber Wasser kommt bei der Wettbewerbsfähigkeit überhaupt nicht vor. Also der intellektuelle Wasserstand in der Kommission kann doch nicht so niedrig sein, dass wir nicht Stellung nehmen dazu, dass 2050 ungefähr 20% der Bürger in Europa negativ von Wassermangel berührt sein wird. Und dieser Wassermangel wird zu Konflikte und Kriege führen. Wenn wir nichts machen, dann wird man sich streiten, wer die Verantwortung hat und wer als erster Wasser kommt. Der Bericht Letta über die Wettbewerbsfähigkeit, der riecht auch an zu einem neuen europäischen Wasserrahmen. Ja, danke. Viele hier im Haus haben lange zusammen mit der Zivilgesellschaft gefordert, dass die EU auch einen Blue Deal bekommt. Das ist genau das, was Letta jetzt auch macht. Also die Kommission muss jetzt wirklich einen Gang zulegen, muss sich ins tiefe Wasser wagen zusammen mit uns. Ansonsten wird die Wettbewerbsfähigkeit der EU an Durst sterben. Danke schön. Herr Warborn, bitte. Danke, Frau Talman. Danke, Frau Präsidentin. Ja, genau. Endlich diskutieren wir die Wettbewerbsfähigkeit. Das hätten wir schon längst machen müssen und das müssen wir auch häufiger tun. Denn die Tatsache ist ja, dass Europa hinterherhinkt hinter fast allen anderen Ländern in der Welt, wenn es ums Wachstum geht. Und langfristig bedeutet das, dass unser Wohlstand sinkt. Wir müssen diese Entwicklung umkehren, sodass Europa reicher wird und sicherer wird. Und der Weg geht immer über die kleinen und mittleren Unternehmen. Sie sind diejenigen, die Personen einstellen, Arbeitsplätze schaffen und Steuereinnahmen, sodass der Kuchen für alle größer wird. Vieles ist notwendig, um die Herausforderung für Europa zu bewältigen. Ich möchte eine Frage heute ansprechen, nämlich, dass wir die Bürokratie verringern müssen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste für die europäischen KMU. Und von den Moderatoren schlagen wir ein ambitiöses Ziel vor, nämlich 30% der Reduzierung der Bürokratie und der Regeln für die Unternehmen. Wir brauchen mehr Freihandel, weniger Bürokratie und mehr europäische Unternehmer und Unternehmerinnen. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zum Catch the Eye. Ja, meine Damen und Herren, die sozusagen regulären Redner dieser Debatte sind jetzt durch. Jetzt gehen wir in dieses Catch the Eye. Fahren. Also sehr kurze Redebeiträge gelost, die vom Platz aus gehalten werden, etwa im Zeitraum von 5 Minuten. Das wird jetzt hier von der Vizepräsidentin aufgerufen. Wir klinken uns hier nochmal ein zum Finale dieser Debatte. Dann nochmal, zumindest erwartet, die Kommissionspräsidentin oder gegebenenfalls ein Vertreter. Mangel an Arbeitskräften mit Abhängigkeiten in wichtigen Rohstoffen. Wir brauchen eine Kapitalmarktunion, wir brauchen mehr Produktivität, mehr Investitionen.
sodass wir nachhaltiges, stabiles Wirtschaftswachstum haben und stabile Beschäftigung. Strategische Partner USA kann uns hier inspirieren. Wir können Wirtschaftspartnerschaften und Synergien verstärken mit anderen Handelsmächten. Wichtig ist aber die Finanzierung dieser Transformation der europäischen Institutionen. Wir brauchen dringend die angemessenen Lösungen, um auch finanziell die europäische Wiederbelebung der Wirtschaft zu stützen. Vielen Dank. Doamna președintă, domnule comisar, stimați colegi, analizăm la final de mandat competitivitatea, declarația Comisiei. Wir ziehen Bilanz zum Ende des Mandates. Die Kommissionspräsidentin spricht von einer guten Performance, aber fünf Jahre lang konnte sie nicht bis zum Schluss einer Aussprache bei uns bleiben. Was für eine Bilanz ist das dann, Frau Präsidentin? Sie waren am untransparentesten. Sie haben ein negatives Votum von allen Institutionen, von der Bürgerbeauftragten, vom Parlament, vom Rechnungshof beim Entlastungsverfahren. Wie können Sie doch sprechen von Wettbewerbsfähigkeit und von angemessener, korrekter Politik? Das haben Sie oft gesagt. Was ist das denn für eine politische Korrektheit, wenn es Ihnen in fünf Jahren nicht gelungen ist, den Binnenmarkt zu vollenden, wenn Sie nicht gut argumentieren konnten, damit Rumänien und Bulgarien Schengen voll und ganz beitreten könnten? Ich glaube, Sie sollten Ihre Kandidatur zurücktreten, denn beim ersten Mal wurden Sie nur mit 4 Stimmen Vorsprung gewählt. Vielen Dank, Herr Ruiz de Weser. Bitte als nächstes. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Frau Kommission, por su presencia. Vielen Dank, dass die Kommission auch vertreten ist, der Ministerrat leider nicht, obwohl wir über die strategische Agenda sprechen und die letzte Ratstagung. Ich hoffe, dass jemand zumindest das zu Protokoll nimmt. Ich möchte darauf hinweisen, dass es schon 3 Sitzungen gab unter spanischem Ratsvorsitz. Hatten wir ja Vorbereitungen für den belgischen Ratsvorsitz getroffen und haben das Verfahren nach Artikel 48 zur Reform der Verträge eingeleitet. Und der Gipfel hat aber bislang das noch nicht auf seine Tagesordnung gesetzt. Es gibt natürlich auch keine Frist für den Rat nach Artikel 48. Aber der Rat kann das doch nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben. Er sollte Stellung beziehen zu diesem Reformvorhaben. Denn ansonsten werden wir uns gezwungen sehen, weitergehende Maßnahmen zu ergreifen, die über das rein politisch hinausgehen. Ich möchte auch die Kommission daran erinnern, dass Artikel 48 auch vorsieht, dass das Parlament konsultiert wird. Das Parlament muss sich äußern, nicht wie bei der letzten Mitteilung, die Sie vorgelegt haben. Denn eigentlich sollten wir dann auch nicht Ihnen das Vertrauen gewähren bei der Vertrauensabstimmung. Vielen Dank, Herr Georg. Ja, wir blicken voll Bewunderung auf Amerika, mit Sorge auf China. Und jetzt sprechen wir von der europäischen Wettbewerbsfähigkeit. Wir wollen die stärken, ja. Aber was bekommen wir? Wir bekommen schöne Reden, schöne Worte. Aber ja, wenn jetzt mal in Amerika Bundesgrenzen eingeführt werden würden, wenn LKWs von der Ostküste an die Westküste fahren müssten und da kontrolliert werden müssen, das müssen wir uns mal vorstellen, wenn es da auch irgendwie Bürger erster und zweiter Klasse gäbe. Also einige, die Schlange stehen müssen an der Grenze, die dort kontrolliert werden, die warten und warten, um über die Grenze zu kommen. Und bei anderen ist das eben nicht so. Und die gehen einfach ohne irgendwelches Zögern über die Grenze. Das ist bei uns jetzt die Realität, Herr Kommissar. Ich spreche Sie jetzt ein, Frau von der Leyen ist leider ja nicht mehr da. Wie sollen wir das machen? Wir reden hier und hören schöne Reden. Immer wieder wurde gesagt, ja, Rumänen und Bulgaren sind jetzt in Schengen. In Wahrheit ist das gar nicht der Fall. Wie sollen jetzt unsere Bürger sich an alle Regeln halten, wenn sie selbst nicht an ihre eigenen Regeln halten?
wenn wir Sie keinen Respekt für Sie haben. Dankeschön. Grazie, onorevole Botenga. Beim Redebeitrag innerhalb dieses Catch-the-Eye-Verfahrens haben wir jetzt auch noch die Antwort auf die Frage, die wir uns vorhin gestellt haben. Wird der Abschlusskommentar von der Kommissionspräsidentin kommen? Nein, wird er nicht. Ihr Vize-Kommissionspräsident Maros Šefčovič wird das Wort ergreifen, aber jetzt noch mal weiter im Catch-the-Eye-Verfahren. Um Ihre Bilanz vorzustellen und haut in der Mitte der Aussprache ab. Also der Ratspräsident scheint das auch auf die leichte Schulter zu nehmen und die Kommissionspräsidentin auch. Und das, obwohl Vorwürfe erhoben wurden in letzter Zeit gegen sie. Interessenkonflikte beim Ankauf von Impfstoffen, die zu teuer eingekauft worden wären, dann Vetternwirtschaft, sie hätten einen hochrangigen Beamten begünstigt. Und was in der Europäischen Union und der Kommission nicht gefällt, ist diese Missachtung dessen Kosten auf die Arbeiter abgewälzt werden, deren Gehälter nicht ausreichen. Also diese Missachtung für die Arbeitnehmer, das wird dazu führen, dass wir einen Bruch verlangen mit der Vergangenheit am 9. Juni. Danke, Herr Botenga. Jetzt hat Vizepräsident Šefčovič im Namen der Kommission das Wort, um zu reagieren. Vielen Dank. Das Finale dieser Debatte rund um die Schlussfolgerung, Ergebnisse des Europäischen Rates, eine Wettbewerbsfähigkeit für Europa, Maros Šefčovič, Vizepräsident EU-Kommission. Ich möchte meiner Dankbarkeit Ausdruck geben für diese Aussprache, denn wir haben ja uns Gedanken gemacht über die Lehren, die wir ziehen können aus den letzten 5 Jahren und auch über eine strategische Agenda für die Zukunft. Aus vielen Ihrer Interventionen geht klar hervor, dass wir uns alle sehr lebhaft erinnern an unsere Diskussionen über, also in all diesen schwierigen Augenblicken. Und damals sah es so aus, als ob wir all diese Herausforderungen nicht bewältigen können würden für die Union, für Europa. Aber wir haben gemeinsam energische Schritte unternommen, innovative Maßnahmen ergriffen. Eine interinstitutionelle Solidarität in der Union hat alle Lügen gestraft. Also diejenigen, die dachten, dass die Krisen die Union stören würden, haben sich getäuscht. Wir haben bewiesen, dass die Union unverzichtbar ist in dieser neuen rauen Welt, dass unsere Wirtschaft auch ganz klar resilienter war, als viele dachten. Und danke auch an den Kommissar Gentiloni. Wir haben Millionen von Arbeitsplätzen und Unternehmen in den EU-Mitgliedstaaten gerettet. Nun, das alles vorausgeschickt, kann ich den Mitgliedern auch zustimmen, die wollen, dass Europa einen klareren, stärkeren Fokus legt auf die Wettbewerbsfähigkeit und auf die Bewältigung der bürokratischen Lasten. Wir haben einen Dialog über den grünen Wandel mit der Industrie diskutiert. Wir haben auch klar kommuniziert mit den Bürgern, mit den NGOs über alle Aspekte des Green Deal. Und die Hauptergebnisse daraus sind doch ganz offensichtlich. Die Bürger und auch die Industrie wollen in einer sauberen Umwelt leben, in einer gesünderen Natur. Sie wollen eine Wirtschaft haben, die wettbewerbsfähiger ist. Und ich möchte auch betonen, dass eine klare Verbindung gibt zwischen einer starken Leistung in der grünen, sauberen Technologie und unserer Gesamtwettbewerbsfähigkeit. Wir stehen im Wettbewerb mit anderen großen Wirtschaften in Sektoren und in Gebieten, wie zum Beispiel bei der Herstellung von leistungsstarken Batterien, bessere E-Autos, bessere Wärmepumpen. Wer effizienter ist im Bau von Hydrolysateuren und wer die Produktion schneller hochskalieren kann als die anderen Wettbewerber, zum Beispiel beim grünen Stahl oder auch grünem Wasserstoff. Also da müssen wir weiterhin hart daran arbeiten, gerade in diesen Sektoren voranzukommen und zu kämpfen um die Wettbewerbsfähigkeit für unsere Industrie und zwar auf unsere europäische Art und Weise. Das bedeutet vollständige Respektierung der hohen europäischen sozialen Werte, soziale Fairness,
ist. Wir haben ein einzigartiges soziales Modell, das Generationen in Europa aufgebaut haben. Wir brauchen geringere Energiepreise. Wir müssen uns einsetzen für eine faire Wettbewerbsbedingungen global gesehen. Und diejenigen, die nachhaltig produzieren mit geringem CO2-Abdruck, die ihre Mitarbeiter anständig behandeln, die müssen auch belohnt werden für ihre Arbeit. Sie dürfen nicht gestraft werden dadurch, dass sie dann nur bei den öffentlichen Aufträgen an zweiter oder dritter Stelle kommen. Also da müssen wir unseren Ansatz auch ändern. Bei der öffentlichen Auftragsvergabe, da haben wir 2 Milliarden Euro pro Jahr, das ist 40% unseres BIP, das ist ein massives Fiskalinstrument, das wir besser einsetzen müssen in der Zukunft. Denn wir brauchen mehr Investitionen in unsere Wirtschaft und weniger Bürokratie. Viele von Ihnen haben das Thema angesprochen, Kapitalmarktunion. Ja, es ist doch offensichtlich, dass das eine klare Priorität sein sollte für die nächste Kommission und auch für das nächste Europäische Parlament. Wir können es uns nicht leisten, 33 Milliarden Euro auf den Sparkonten zu haben. Die können besser investiert werden außerhalb der Europäischen Union. Deshalb müssen wir es attraktiver machen, damit diese enorme Fiskalreserve auf den Sparkonten auch wirklich hier in Europa investiert werden. Ja, wir hören auch ganz klar, dass Sie sagen, Vereinfachung, Straffung muss erfolgen und moderne Technologien müssen angewendet werden bei der Aufsicht, der Überwachung und auch der Meldung. Wir werden bald Ihnen und der Öffentlichkeit einen detaillierten Bericht vorlegen zur Reduzierung der jährlichen Verwaltungsbelastung und auch zur Reduzierung der Meldepflichten. Ich weiß, dass das nicht reichen wird. Wir müssen auch in diesem Bereich noch sehr viel weitergehen. Ich glaube nachdrücklich daran, dass neue Technologie, Satellitenbilder, Nutzung von KI und Digitalisierung unserer Verwaltungsverfahren, ich glaube, dass wir dadurch sehr viel mehr noch erreichen können als bisher. Werte Abgeordnete, Frau Präsidentin, diese Legislaturperiode nähert sich ihrem Ende. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen allen zu danken für eine hervorragende Zusammenarbeit. Ich möchte auffordern, auch in der Zukunft Unterstützung zu leisten für mehr europäische Einigkeit und Solidarität. Denn wir müssen da ehrlich sein, auch in der nächsten Mandatsperiode werden wir Herausforderungen haben. Und es wird zumindest genauso schwierig werden wie in dieser Mandatsperiode. Und deshalb brauchen wir den europäischen Geist, wir brauchen die Kooperation und wir brauchen die interinstitutionelle und europäische Solidarität, sodass wir die schwierigen Zeiten, die vor uns liegen, auch gut bewältigen können.